Berlin Fashion Week, ein Schaulaufen der Stars. Aber wer denkt, es würde hier um Mode gehen, liegt falsch. Es geht eher darum, zu sehen und gesehen zu werden. Und diese junge Dame ist hier, um durchzustarten. Auf der Mark Cain Show gibt sie ihr Laufsteg-Debüt. Wenn man genau hinguckt, kann man die Verwandtschaft sogar erkennen. Frisch aus Las Vegas eingeflogen ist die 19-jährige Nichte von Tennislegende Steffi Graf. Öffnet der berühmte Nachname auch Türen? In den USA kennt mich keiner, aber hier in Deutschland sind alle ganz aufgeregt. Ich bin so viel Aufmerksamkeit gar nicht gewöhnt und wahnsinnig überfordert. Während die Tochter von Steffi Grafs Bruder hier groß rauskommen will, denkt der gelernte Versicherungskaufmann Leonard Freier einfach nur rauskommen. Der Ex-Bachelor war am Sonntag in einen Autounfall verwickelt und musste 3 Tage lang mit einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus bleiben. Der erste Tag in Freiheit. Ich wollte jetzt einfach noch mal raus, einfach eine Stunde irgendwo was sehen, ein bisschen gute Laune mal und einfach was Schönes sehen. So eine Fashion-Show ist eben auch eine gute Abwechslung zum Krankenbett. Aber ganz so entspannt ist es auch wieder nicht, denn nicht jeder kriegt einen Sitzplatz. Soapy Jörn Schlönvogt muss mit seiner Verlobten Hanna Weik sogar stehen. Wer nämlich zu spät kommt, den bestraft das Leben. Ich bin immer zu spät. Oh, ihr stehen? Ja, leider, ich will nicht stehen. Dass es bei Fashion-Shows darum geht, immer in der ersten Reihe zu sitzen, weiß jeder. Der Status als Influencer ist dabei sehr hilfreich. Nur mit der Bezeichnung Influencer hat so mancher Influencer ein Problem. Ich hasse das Wort. Influencer? Ja, ganz schrecklich. Also ich sehe mich eher als Unternehmerin. Habe ich jetzt auch in mit der, nicht, weil ich habe mein eigenes, ich habe eine GmbH gegründet, ich habe BWL studiert. Ob man jetzt Influencer oder Betriebswirtin ist, Hauptsache man tummelt sich auf der Berliner Fashion Week. Aber wie gefeiert wird, ist bei jedem anders. Ich bin ja eh kein Feiermensch, ich gehe gar nicht so viel feiern und Alkohol ist auch nicht so mein Freund. Aber ja, ich trinke auch mal gerne, ich trinke sehr gerne Rotwein. Ich bin persönlich der Fan von gediegeneren Partys bzw. entspannteren Locations. Also je leerer es ist und je leiser die Musik ist, desto besser ist es für mich. Zur Ruhe wird YouTuber Sami Slimani hier allerdings nicht kommen. Denn auf der Berliner Fashion Week steppt ja bekanntlich der Bär.